Hallo und herzlich willkommen heute bei einem komplett anderen Video, weil komplett anderes Auto. Und da steht es nämlich auch schon, der Ford Ranger Raptor. Und den darf der Papa heute zum ersten Mal fahren und zum ersten Mal fährt der Papa heute auch noch Pickup. Das heißt also, zweimal, erstes Mal, kann ja nur gut werden oder schief gehen. Das erfahrt ihr ja heute, wenn ihr dranbleibt. Viel Spaß! Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an und schauen uns dieses Monstrum, was hier vor uns steht, einmal richtig an. Denn es ist schon ein ordentlicher Brocken, dieser Raptor. Basiert natürlich auf dem normalen Ford Ranger, den man kennt. Der zählt auch zu den beliebtesten Pickups hierzulande. Insgesamt ein Zuwachs tatsächlich von 17% hat Ford schon verzeichnet, im Gegensatz von letztem Jahr auf dieses Jahr. Jetzt mit dem Raptor kommt natürlich die Performance-Variante von Ford Performance. Man hat sich hier ins Zeug gelegt und nicht nur dieses monströse Design ihm angedient. Und zwar hier diesen komplett schwarzen riesigen Ford-Grill, dieser Unterfahrschutz, dann diese richtigen geländegängigen Reifen, diese All-Season-Reifen, speziell von BF Goodrich. Das ist mittlerweile auch Michelin. Also da hat man sich schon ordentliche Gedanken gemacht. Übrigens erstreckt sich unser Raptor hier auf eine Länge von 5,36 m, hat auch eine kräftige Breite von 2,18 m mit Außenspiegeln und der Radstand mit 3,22 m ist auch äußerst stattlich. Natürlich sind solche Fahrzeuge vorwiegend dafür da, im Endeffekt eine ordentliche Nutzlast zu ziehen. Aber der Raptor geht da einen gewissen anderen und eigenständigen Weg. Er hat eine deutlich erhöhte Bodenfreiheit, er hat ein komplett eigenständiges Fahrwerk bekommen, liegt auch höher, hat eine Wadtiefe von 85 cm, aber er darf zum Beispiel nur 2,5 Tonnen an den Haken nehmen, was schon ein kleiner Unterschied ist zu den kleineren Brüdern, denn da darf zum Beispiel der 3,2 Liter V6 3,5 Tonnen ziehen. Das hat man bei Ford auch bewusst so gemacht, denn der Raptor soll hier eine komplett andere Hinterachse-Geometrie und aus dem Hintergrund heraus soll einfach der Wagen wirklich mehr für Performance sein und zwar Performance auch für schnelle Geländeeinsätze, für harte Geländeeinsätze. Da wurde er wirklich hier rauf komplett optimiert, dass man den Wagen wirklich im Gelände noch besser und noch härter rannehmen kann. Und das macht ihn hier auch so besonders. Unter der Haube steckt übrigens ein 2 Liter EcoBlue Biturbo Diesel mit 213 PS und 500 Newtonmetern Drehmoment, die für 170 Stundenkilometer VS Max tatsächlich ausreichend sind. Nutzlast haben wir übrigens 620 Kilo. Wir können tatsächlich hier mit einem Leergewicht von über 2,5 Tonnen arbeiten. Und diese über 2,5 Tonnen, das ist natürlich auch eine LKW-Homologation, die wir hier haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mal unabhängig von diesen Zahlen, der Wagen schaut doch richtig, richtig geil aus, oder? Was meint ihr? Den Raptor gibt es übrigens nur mit der Doppelkabine, das heißt also tatsächlich hier mit diesen zwei Türen. Als Single Cab gibt es ihn nicht. Aber das schadet dem Ganzen ja auch nicht, denn wenn man wie ich durchaus mit Kindern unterwegs ist, dann wäre sowas natürlich deutlich praktischer. Kinder würden sogar hier ohne Probleme reinpassen. Wir haben sogar Isofix-Verankerungen hier auf den Rücksitzen untergebracht. Sehr schön übrigens diese Steppung hier, diese blauen Kontrastnähte, die für Ford Performance tatsächlich stehen. Wir haben auch hier schöne Polsterungen, das muss man auch sagen, mit so ein bisschen Alcantara-Bezug. Das ist schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben auch hier, so typisch Ami, in der Mittelkonsole noch ein Scheidenanschluss und tatsächlich typisch Ami hier. Also der ist nicht so wirklich konform für uns in dem Moment. So, dann habe ich meine Tasche hier hingeworfen. Naja, Knieraum ist so eine Geschichte. Ich würde mal sagen, ich steige mal kurz ein. So, mein Knieraum, der sieht passabel aus, ja, sage ich jetzt einfach mal. Aber da ist sicherlich noch ein bisschen Luft,
Fahrer ist auf mich Fahrersitz ist eher auf mich eingestellt. Aber ich würde mal sagen, damit kann man durchaus leben. So, Fahrertür auf und dann schauen wir uns doch tatsächlich mal an, wie sich es hier drinnen so im Ranger Raptor lebt. Sitze sehen wir schon mal, die sind ganz ordentlich, aber auch nicht so viel Seitenhalt. Die sind sehr, sehr schön bestickt hier auf alle Fälle mit den Raptor-Schriftzügen. Na, Aussicht nach hinten, ja, ist ganz okay, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir uns doch einfach mal an die Fahrerposition. Steigen wir einfach mal ein. So. Schwingen wir uns hier hinter dieses Lenkrad einmal. So sieht es dann der Fahrer. Ein Vierspeichenlederlenkrad, sehr überfrachtet von den Tasten auf den ersten Blick. Tempomatverstellung, Bordcomputerverstellung und auf der anderen Seite dann tatsächlich Entertainmentverstellung und Spracheingabe sowie Telefon. Dann schauen wir aber weiter. Sehen wir hier tatsächlich die Rundinstrumente. Damit in der Mitte ist der Bordcomputer, den wir hier tatsächlich durchschalten können. Ja, ist eine Sache, wie wir sie von Ford sowieso kennen. Bordcomputer, da könnt ihr auch gleich tatsächlich mal sehen, der Durchschnittsverbrauch liegt bei 14 Litern. Na, ich denke mal, dass das auch ein bisschen unrealistisch ist, aber insgesamt, denke ich mal, sollte man mit rund 10 Litern einfach mal rechnen, was der gute Motor hier so trinkt. Dann haben wir hier dieses zentrale Display und das kennen wir bereits auch. Das ist das Ford Sync 3 System, übrigens serienmäßig an Bord, was wir hier auch durchschalten können. Dann, wie gesagt, die Klima können wir hier dann genauer einstellen noch. Oder aber wir haben auch hier ein manuelles Klimabedienteil, was ich sehr schätze. Hier unten dann tatsächlich das Allradsystem, was verstellt werden kann mit der Sperre, mit der Bergabfahrhilfe und Beenden der Traktionskontrolle. Genauso hier die Zuschaltung des Allradsystems. Ansonsten haben wir einen Hinterradantrieb. Das ist übrigens der Automatik-Wählhebel. 10-Gang-Automatik hier verbaut. Serienmäßig gibt es 6 Gänge handgeschaltet. Und auch hier sehen wir nicht nur die schöne Positionsmarkierung aus dem Rennsport, sondern auch wieder hier die blauen Ziernähte, die Ford hier durchzieht. Insgesamt auch eine ordentliche Verarbeitung, die wir hier haben. Das ist eher noch so ein bisschen amerikanischer, als wir es tatsächlich hier so kennen. Aber nichtsdestotrotz ist das insgesamt einfach sehr, sehr gut. Wir sehen hier auch die Sitze nochmal und dann einmal den Rundumblick, der eigentlich ganz okay ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja auch schließlich, wenn wir hier den Rückwärtsgang einlegen, auch eine Rückfahrkamera, wenn sie denn funktionieren würde. Da ist sie. Und hier ist die Rückfahrkamera und da haben wir dann ein ordentliches Bild. Captain Ubi meldet sich zu Dienst im Ranger Raptor. Ja, das ist schon ein richtig ordentliches Schiff hier und das merkt man natürlich auch im Fahren. Das ist klar, wir haben eine super weiche, indirekte Lenkung, die kein Gefühl bietet im normalen Fahrbetrieb. Das Fahrzeug wankt natürlich, die Lenkwinkel sind hoch, auch der Motor mit seinen 213 PS ist natürlich jetzt nicht so übermotorisiert, als dass wir hier sagen würden, oh ja, da macht es richtig viel Spaß und Laune und wir das Äußere, das Martialische schaffen wir auch auf die Straße zu bringen. Nein, so ist es nicht. Das merkt man ganz klar, dieser Ranger Raptor hier wurde auch von Ford nicht hier auf Höchstleistung auf der Straße getrimmt, sondern auf Höchstleistung im Gelände. Und was er da kann, könnt ihr euch jetzt einfach mal ganz kurz anschauen. Thank you.
ganz ordentlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Denn der Raptor ist hier wirklich auch auf sämtlichen Kontinenten getestet worden und natürlich vor allem auch mit der Rallye-Abteilung. Und da hat man sich die Baja genommen. Da müsst ihr mal tatsächlich einfach mal bei YouTube hier ein paar Videos von der Baja 1000 anschauen. Da seht ihr, was da so wirklich gefordert wird und was dieser Raptor tatsächlich zu leisten imstande ist. Jetzt im Alltag muss ich natürlich sagen, ich fahre den Wagen hier nur sehr, sehr kurz. Ich denke mal, so ein richtiger Alltagstest, der wäre nochmal eine Idee und würde mich auf alle Fälle mal reizen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das da unten mal in die Kommentare. Je mehr Kommentare ich davon habe, desto eher kriege ich vielleicht das Auto. Dennoch muss ich sagen, mir gefällt der Raptor hier an sich schon. Man sitzt extrem gemütlich hier oben, thront schon über allem, schaut sich das hier von oben ganz gemütlich an. Die Abmessungen tatsächlich, damit kommt man sogar ganz gut zurande, denn tatsächlich mit Einparkhilfe und den Assistenzsystemen kommt man da schon ganz gut zurecht. Aber auch ansonsten fühle ich mich hier drinnen schon sehr, sehr wohl. Das Fahrzeug bietet diesen amerikanischen Cruise-Charakter, alles ist irgendwo, ja, entspannt, weich und einfach relaxed. Ja. Das schafft der Raptor hier auch gut rüberzubringen. Natürlich Bodenwellen oder sonst was, das interessiert uns hier nicht. Ja, auch ein Bordstein, den fahren wir halt einfach normal rauf. Hey, auch kein Ding. Das hat schon so ein bisschen was von Lässigkeit. So ein Pickup hat natürlich schon was Feines und es ist auch eine Gattung, die sich hier in Deutschland immer mehr Beliebtheit erfreut. Nichts umsonst verkauft Ford hier tatsächlich sehr, sehr viele sehr, sehr viele Ranger und auch die Nutzfahrzeugsparte allgemein von Ford mit über 50% Wachstum in einem Jahr. Das muss man sich mal vorstellen, da ist mächtig Steigerung drinnen. Auch der Raptor ist natürlich zugelassen als LKW. Ja, so ein Ford Ranger Raptor, ist das jetzt tatsächlich was für den Papa oder aber für die Hausfrau? Natürlich absolut rein gar nicht. Dieses Fahrzeug schaut martialisch genial aus. Also ganz ehrlich, für Eindruck schindet dieser Wagen perfekt. Dennoch fühlt er sich hier aber einfach auch überhaupt nicht zu Hause auf deutschen Autobahnen, Landstraßen oder ähnlichen. Dafür ist er nicht gemacht. Der Wagen ist gemacht für hartes Gelände und wenn man ihn richtig hart rannimmt und als Arbeitstier. Und da ist es dann eigentlich schon fast zu schade, wenn man dann rund 70.000 Euro hier in die Hand nimmt, so wie er da steht und ihn sich vor die Garage stellt und dann einfach nur quasi die Kühe rauf und runter fährt. Ich persönlich muss sagen, mich hat er beeindruckt, vor allem halt im Gelände, was er halt wirklich dort auch kann. Im Alltag glaube ich fast, dass wir ihn hier einfach eher selten sehen werden, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, auch so ein seltenes Fahrzeug hat so ihre seinen Reiz und mir persönlich hat er echt gefallen und er gefällt mir halt rein optisch auch sehr, sehr gut. Die Frage ist, wie gefällt euch das Video? Wie gefällt euch der Raptor? Das schreibt mir bitte unten in die Kommentare und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben da lasst. Nicht nur für mich, für den Raptor, sondern auch für mich nämlich. Und wenn euch das Ganze sonst gefällt, abonniert den Kanal und wir sehen uns möglichst bald auch wieder. Und damit sag ich jetzt Tschüss und Servus und ich fahre jetzt noch ein bisschen den Wagen hier dreckig machen, damit er richtig ausschaut.